Köln. Berühmt für seinen Dom. Aber er ist nicht die einzige bedeutende Kirche in dieser 2000 Jahre alten Stadt. Etwas abseits liegt die Basilika St. Ursula, die tatsächlich schon vor unserem berühmten Wahrzeichen stand. Und warum heißt sie so? Was steckt hinter ihr? Die heilige Ursula ist Patronin der Stadt Köln, von Jungfrauen und noch vielem mehr. Sie ist eine Heilige, über die wir keine wirklichen historischen Quellen haben, aber es gibt einige Legenden über sie. Sie soll im 3. oder 4. Jahrhundert gelebt haben und war Tochter des bretonischen König Maurus. Die Prinzessin wollte eigentlich nicht heiraten, doch ihr Vater bestand darauf. Seine Wahl war der heidnische Fürstensohn Etherius. Ursula wollte dem Willen ihres Vaters nicht widersprechen, hatte jedoch Bedingungen. Etherius sollte innerhalb von 3 Jahren getauft werden und die Bräuche der Kirche gelehrt bekommen. Er wird in der Kirche interessanterweise auch als Heiliger verehrt. Sie unternahm derweil mit 10 ausgewählten Jungfrauen eine Pilgerfahrt nach Rom, der sich eine große Schar anschloss. Eines Nachts erschien ihr ein Engel im Traum, der ihr prophezeite, ein Martyrium zu erleiden. Und als sie dann auf der Rückfahrt in Köln ankamen, um dort zu verweilen, kamen die Hunnen. Und sie töteten sämtliche Pilger. Doch ihr Anführer hatte sich in Ursula verliebt und bot ihr an, sie zu verschonen und zu heiraten. Und sie lehnte ab. Sie wurde von einem Pfeil erschossen und ihre 10 Gefährtinnen folgten darauf. Ihr zu Ehren wurde die Basilika St. Ursula errichtet. Hier gedenkt man auch der 11.000 Jungfrauen, die den Hunnen zum Opfer fielen. Aber warum spricht man denn von 11.000 Jungfrauen? Das liegt daran, dass später an der Stelle, wo man das Martyrium vermutet hat, ziemlich viele Knochen gefunden wurden und man daher zu dem Schluss kam, dass es wohl sehr viele Gefährtinnen gewesen sind. Die Reliquien findet man in der sogenannten Goldenen Kammer. Die Wände sind voller Verzierungen, Muster, kleine Bilder, Text, alles aus Knochen. An diese Märtyrerinnen erinnert bis heute das Kölner Stadtwappen. Die 11 schwarzen Tränen stehen für die 11.000 Jungfrauen und stellen eigentlich Hermelinschwänze dar, die auf dem bretonischen Wappen zu finden sind. Die heilige Ursula von Köln wird oft mit einem Pfeil und einem Schutzmantel über den Jungfrauen dargestellt. Ihr Gedenktag ist der 21. Oktober und wird heute, viele Jahrhunderte später, immer noch gefeiert.